Metern. Jetzt fahren wir aber wieder zurück nach Tschechien. Hier will man eine Woche drin verschollen sein. Wenn man das will? Eben. Wann muss man noch am Start gucken? Ihr habt's gehört. Nur das Allernötigste. 3 Kilo Melone. Da fragt irgendjemand, warum der Fred überladen ist. Wir haben einen ziemlich schrägen Campingplatz gefunden. Aber wir haben einen Platz, an dem der Fred einigermaßen gerade steht. Hier wollen wir jetzt mal wieder 2 Nächte bleiben. So schön unser Platz hier ist. Ihr hört das Rumoren. Ich werde hier keinen Tarp spannen können. Es wird heute wieder über 30 Grad, 33 Grad sind angesagt. Und statt in den See dort hinten zu gehen, gehen wir wandern. Begleitet uns ein Stück auf unserem Weg hier durch, sind wir den Mittelböhmen. Der Ort, an dem wir sind, wenn Google Translate den übersetzt, sind wir in Dubai. Dubai. Wasser voll? Ja. Einer für dich, einer für mich. Okay, 1,5 Liter. 2 mal 0,7, nochmal 1,5 Liter sind 3. Wir haben 4,5 Liter Wasser dabei. Ich glaube, die Leute halten uns für bekloppt. Auf geht's. Unser See am Campingplatz. Und was machen wir? Wir machen eine 17 Kilometer Wanderung bei 33 Grad. Der Weg beginnt gleich mit einem zügigen Anstieg. So zum Warmwerden. Bei der Gelegenheit mal kleine Erinnerung an euch alle. Frischt eure Zeckenschutzimpfung auf oder holt euch eine. Und am Ende des Tages checkt euren Körper ab, ob irgendwo so ein Biest hängt. Ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich glaube, wir sind bekloppt, weil es dann 32 Grad werden. Und wir haben uns dennoch entschieden, eine Wanderung zu machen. Den ganzen Tag am Wasser liegen ist auch nicht unser Ding. Wir sind theoretisch frühen Nachmittag zurück. Da haben wir immer noch genug Zeit, am Wasser zu liegen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen unter Bäumen. Und du merkst gleich, wie die Temperatur zurückgeht. Aber auch wieder dampfig. An der Straße laufen wir gerade und diese tollen Felsen bauen sich hier aus. Oh. Was ist das? Willst du da rein? Guck immer für dich. Da steht was von 1823. Hier sieht man richtig, wie das in den Fels gehauen wurde. Hier sind noch die Markierungen. Wirklich schön. Hier wohnen Menschen in einer absolut traumhaften Lage. Selten passt der Begriff Idyll so sehr wie hier. Wunderschön. Kleine Schritte führen auch zum Ziel. Aber wir müssen weiter hoch. Und wieder mal zeigt die Kamera nicht,
wie steil es wirklich rauf geht. Gut ist, der Weg ist so ein bisschen, ja, fast stufig. Man kann so ein bisschen wie auf einer unbequemen Treppe gehen. Aber ehrlich, im Moment vermisse ich Fred. Ich glaube, wir sind auf dem schwersten Stück der Strecke angelangt. Geht hier richtig bergauf. Sieht man wahrscheinlich nicht so. Ihr hört es wahrscheinlich am Schnaufen. Deine. Dankeschön. Und das ist der offizielle Weg. Den hat man uns ein bisschen anders vorgestellt. Aber ihr habt halt irgendwie einen Harvester gewühlt. Wir wollten Offroad. Wir haben Offroad. Danke, Stock. Aber ich entlasse dich jetzt in die Freiheit. Und gerade noch mal einen kleinen Adrenalinschub, weil ihr so ein Hauf- und Hofhund. Nee. Ein Haus- und Hofhund meinte, er müsste sich hier ein bisschen wichtig machen. Aber die Dame des Hauses hat ihn dann doch zurückgeführt. Aber das war schon eine Situation, die möchte ich nicht so oft erleben. Und ihr habt ja gesehen, unsere Stecken weggelegt hatten. Es war in der Situation eigentlich fast ein Ticket zu früh. Aber was hätten wir gemacht? Hätten wir auf den Hund eingeprügelt? Nee. Wahrscheinlich auch nicht. Nur wenn der gekommen wäre. Hm? Der Platz ist ja nicht der besonders bequemste, aber es geht. Ich glaube fast, dass wir im Camp es heißer hätten. Ich muss noch nicht, aber ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr bei den Temperaturen unterwegs seid. Ordentlich trinken. Vor allen Dingen, gut, Harndrang ist das eine, aber auch das Schwitzen. Wenn ihr anfangt, nicht mehr zu schwitzen, dann müsst ihr dringend reagieren. Weil dann besteht die Gefahr eines Hitzekollaps. Ich habe das vor vielen Jahren erlebt. Ich bin auf eine Gruppe draufgelaufen auf La Palma, wo ein Wanderer, übrigens tatsächlich ähnliche Temperaturen wie jetzt, aufgrund eines Hitzschlags unterwegs zu Tode gekommen ist. War keine schöne Situation. Ich glaube, er macht da auch einen Knick. Irgendwie. Da waren wir doch kurz vom rechten Weg abgekommen. Aber jetzt sind wir wieder auf Spur. Na, guck mal, es ist alles zu. Aber was soll das sein? Weil hier hat mal jemand gewohnt. Ja, ja. Die Hütte da scheint lost zu sein. Oder zumindest nur zeitweise bewohnt. Hier sind sich die beiden Plumpsklos gegenüber. Kann man die Augen in Augen beim Kacken beobachten. Weiß ich nicht, ob ich so lange drunter stehen bleiben sollte. Der ist doch angesägt hier. Und dann ist er oben abgebrochen. Wir spekulieren jetzt ganz bekloppt. Die Hütte da oben ist verwaist. Dann der halb angefangen gesägte Baum. War es vielleicht ein Kettensägenmassaker? Tommy! Unfall mit der Kettensäge. Warum sollten die aufgehört haben, den Baum zu fällen? Mittendrin? Das ist die Kettensägenmassakerwanderung. Dort oben geschah vielleicht das Kettensägenmassaker von Duba. Was mag da wohl geschehen sein? Werden wir es je erfahren? Vermutlich nicht. Aber man kann so eine Gedanken ja mal spinnen. Trecke wieder mit und stelle euch
den Link dann unten in der Beschreibung zur Verfügung. Der Boden ist feucht hier. Wir sind im Schatten. Kühlt jetzt gerade ein bisschen. Angenehm. Hier haben wir einen alten, verlassenen Friedhof. 1913, im 64. Lebensjahr. Auch keine Kapelle mehr. Also auch die Kapelle ist keine mehr. Wie heißt das? Wurde die säkularisiert? Hier haben wir einen längst vergessenen Friedhof. Wenn hier nichts kommt, ja, dann kommt hier nichts. Hinter dem Haus wieder rechts. Schau dir das an. Herrlich, oder? Ja. Uiuiuiui. Hier geht's ganz schön runter. Also das Stückchen jetzt hier runter hat es schon in sich, und dann bist du hier auch in so einem Urwald. Vor uns liegt der Weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier ist die Umgehung. So ein lecker, schönes Bier. Getränk, das wurde draußen die Perlen, da das, die Feuchtigkeit so am Glas oder an der Dose abperlen. Ah, das machst du auf. Setzt das ein und das zieht dir so runter. Ah, schön. Darauf freue ich mich. Nein, die nächste links. Odoli, liebe Chowski. Wo du bist. Jetzt hätten wir ja tausend Meter. Sind exakt auf dem Weg. Letzten Meter vor uns sehe ich schon fast den Eingang vom Campingplatz. Ja, wir sind bekloppt, bei der Hitze so eine Tour zu machen. Ich habe eigentlich wenig Erwartungen an die Tour gehabt, aber war dann doch angenehm überrascht, weil hier der Urwald, den wir da passiert haben, hat mir schon sehr gut gefallen. Wir sind zurück am Fred und auf dem Thermometer werden gerade aktuell 40 Grad angezeigt. Zugegeben in der Sonne, aber 40 Grad. War weg, ne? Das ist aber wirklich hier Hardcore-Spüling. Das Geschirr steht schon seit Tagen hier in der Spüle. Das ist ziemlich das Krasseste, was wir bisher erlebt haben. Ja.